Ich möchte zur Pokémon-Weltmeisterschaft, aber wahrscheinlich nicht mit so einem Team. Und unser erster Gegner hat direkt ein extrem hartes Team für uns, aber ich glaube, jedes Match wird mit diesem Team sehr hart für mich. Und ich denke, wir starten hier gegen das Team gar nicht mit der Hauptstrategie, sondern erstmal mit Morbites und Lapras, bringen dann noch Pixie mit, um uns irgendwie vor diesem Gladimperio zu schützen. Und damit wir irgendwas haben, was offensiv Druck aufbaut, nehmen wir noch Fuego mit. Dieses Team wurde von Wolf Glick gebaut. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Und mit diesem Team ist er in einem Online-Turnier Fünfter geworden, 8-2 gegangen. Was krass ist, weil über die Hälfte der Pokémon hat nicht mal eine offensive Attacke so gesehen. Und der Gegner kommt hier direkt mit einem Geist-Pokémon wie Epitaph, wahrscheinlich um Wagemut einzusetzen. Aber wisst ihr was, ich bin damit fein. Wir gehen hier auf die Psychokinese trotzdem in Epitaph, falls er nicht auf Wagemut geht. Und wir gehen auf Terra Geist und Abgesang. Das ist eigentlich gar nicht die Hauptstrategie von diesem Team. Es gibt diesen Abgesang-Modus, damit man überhaupt auch eine zweite Option hat zu gewinnen. Aber eigentlich, ihr habt schon auf dem Lapras vielleicht gesehen, gibt es eine Attacke, um die es sich dreht. Eiseskälte. Und hier gibt es ein paar Optionen, damit Eiseskälte eben immer trifft. Was einfach weird und wild ist, klar. Okay, es kommt Coaching, uiuiui. Aber es ist auf jeden Fall machbar, damit zu gewinnen. Ob ich das jetzt heute schaffen werde, ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall versuchen, diese Strategie irgendwie, ja, zum Funktionieren zu bekommen. Ob ich das hinbekomme, ich weiß ja nicht. Das größte Problem ist jetzt hier direkt an Abgesang, dass Epitaph jetzt hier ein Geist-Pokémon ist und natürlich direkt wieder rauswechseln kann und der auch noch sein Dragoran geboostet hat. Wir können aber hier eigentlich ganz gut auf Schutzschild gehen und unser Lapras wieder rauswechseln in Pixie. Denn Pixie hat die Fähigkeit Unkenntnis, das heißt, die Boosts sind mir auf Pixie zumindest egal. Und ich kann ja mit Spotlight die Attacken einfach redirecten. Und das Epitaph wechselt auch interessanterweise noch nicht raus. Also der Gegner will jetzt hier voll und ganz auf Coaching gehen. Was aber fein für mich ist, denn irgendwann muss der rauswechseln. Und er kann natürlich auch rauswechseln, weil er ein Geist-Pokémon ist. Weil die Wegsperre eben keine Geist-Pokémon vom Wechseln hindert. Und da kommt ein Schuppenschuss und das ist natürlich super für uns, dass ein Angriff Schuppenschuss ist, weil den können wir easy mit Pixie aufhalten. Und das machen wir natürlich jetzt ja auch. Und jetzt könnten wir zwei Sachen machen. Wir könnten auf Heilwohl gehen, um Pixie direkt hochzuheilen, aber ich glaube, noch ist das nicht notwendig. Wir gehen einfach auf die Psychokinese in den Slot und setzen Spotlight ein. Da kommt natürlich der Wechsel, aber solange Gladimperio nicht reinkommt, können wir auf jeden Fall Schaden auf ein Pokémon machen, was jetzt hier nie schlecht ist. Und es kommt Ramot rein. Okay, Ramot ist auf jeden Fall fein. Und da kommt die Terra-Kristallisierung, wahrscheinlich Terra-Flug, Terra-Blast, also Terra-Ausbruch, um einfach den größtmöglichen Schaden zu machen. Aber dadurch, dass wir eben Unkenntnis-Pixie haben, sollten wir das ganz gut nehmen. Andererseits ist das immer noch ein Dragoran. Also der wird schon guten Schaden machen. Sonst hätte ich vielleicht Heilwoge hier einsetzen müssen. Ich kann den Schaden nicht ganz einschätzen von dem Dragoran. Aber wir werden es gleich eh sehen. Terra-Ausbruch kommt raus. Und das sind leider über 50%. Aber wir haben ja den Timer quasi gesetzt für den Gegner. Und deswegen ist das jetzt hier immer noch okay. Denn wir können jetzt einfach gleich auf Schutzschild gehen. Die Frage ist nur, ob wir unser Morbites hier abwerfen wollen oder eben nicht. Denn Abgesang steht jetzt bei 1 und in der nächsten Runde wird das Dragoran auf jeden Fall besiegt werden. Aber ich glaube, was wir jetzt hier einfach machen können, ist Morbites rauswechseln und in Fuego gehen und mit Pixie einmal auf Schutzschild gehen. Morbites können wir damit auf jeden Fall nochmal aufsparen und können dann versuchen, nochmal einen Abgesang rauszubekommen. Ich glaube, das könnte recht wichtig werden, weil Ramot ist direkt die nächste Bedrohung hier. Ramot kann nämlich mit Falterreigen sich setupen und kann damit einige Faxen machen. Deswegen schauen wir jetzt erstmal, was hier passiert. Wir haben den Bedroher raufbekommen. Das gegnerische Dragoran hatte nämlich kein Konzentrator, sondern Multischuppe. Aber wird mit Schuppenschuss, wenn es jetzt viermal trifft, leider sehr viel Schaden machen. Aber ich glaube, ich bin sogar fein damit, wenn wir Fuego hier verloren hätten. Leider haben wir Fuego nicht verloren, ist okay. Aber ich glaube, ich wäre sogar fein damit gewesen. Spotlight wäre jetzt krass gewesen, ne? By the way, wenn wir jetzt hier einfach das predicted hätten. Ich hätte eher gedacht, dass er auf Terra Blast geht, eben genau deswegen. Aber der Gegner hat das auf jeden Fall gut gemacht. Ist auch auf der Rankladder ein bisschen höher gewesen gerade. Also der wird das schon gut spielen. So, jetzt haben wir Dragoran weg, klar. Aber Ramot ist schon mal auf plus 1, was eine kleine Gefahr ist. Da müssen wir jetzt ein bisschen vor aufpassen. Da kommt jetzt wieder Epitaph rein. Aber Epitaph ist fein für mich. Der will Coaching-Faxen machen, aber das können wir ausnutzen. Wir gehen auf Mogelhieb und switchen direkt wieder Lapras rein. Und mit Lapras können wir dann direkt wieder Faxen gegen dieses Ramot machen. Aber der Gegner wechselt Epitaph interessanterweise direkt wieder raus in Herashai. Das ist ja super für mich.
Weil ich könnte jetzt nächste Runde Morbites reinswitchen. Der Gegner kann nicht mehr rausswitchen und ich kann Abgesang einsetzen. Und das wäre natürlich super nice. Ich bin erstmal gespannt, ob der vielleicht nicht Tarnumhang hat. Nee, hat er nicht. Wobei, nee, wir haben die Überreste schon gesehen. Never mind. Aber gut, er ist nur auf plus 1. Das ist jetzt vom Setup her noch nicht so krass. Das heißt, Lapras sollte das ganz gut nehmen. Aus diesem Grund switchen wir jetzt einfach wieder Morbites rein und gehen jetzt auf Abgesang. Und mein Vorteil ist hier, dass der Gegner nur ein Pokémon rauswechseln kann. Und das heißt, wenn ich es dann auch schaffe, die Turns wieder eben zu stallen, dass ich dann auf jeden Fall die Pokémon hier besiegen kann. So ein Pokémon oder so ein Team werde ich, by the way, auch niemals auf einem offiziellen Turnier spielen. Davon gehe ich nicht aus. Aber es ist auch mal cool, das zu sehen. Vor allem, dass man mal dagegen spielt und weiß, was man dann dagegen tut. Weil das ist echt kein einfaches Matchup. So, jetzt sind wir natürlich in einer interessanten Position, weil Epitaph ist eine Bedrohung, keine Frage. Und der möchte natürlich hier direkt mit einer Geistattacke am liebsten mein Morbites besiegen. Und das wird jetzt ein bisschen hart, weil wir haben zwar den Abgesang jetzt schon auf 3, klar, das ist ganz cool, also wir müssen jetzt nur in diese Runden stallen, aber es ist nicht so easy, die zu stallen. Boah, es ist hart, was wir jetzt hier machen sollen. Ich gehe auf Schutzschild und wechsle entweder Fuego rein, um es abzuwerfen, oder wir gehen in Pixie. Wir gehen in Pixie. Ah, weil ich habe ein bisschen Angst davor, dass mein Gegner mit Rabot auf Schutzschild geht. Denn wir könnten auch hier einfach unser Fuego abwerfen, um Pixie safe reinzubekommen. Aber wenn er mit Rabot auf Schutzschild geht, verliere ich wahrscheinlich on the spot. Das ist jetzt trotzdem keine optimale Position, weil Hitzewelle ist zwar nur plus minus null quasi, weil... Oh, misst er? Oh, es misst, das hilft tatsächlich extrem. Und er geht nämlich auf Zornesfaust hier hin, genau, weil ich ja Unkenntnis habe, aber trotzdem ist das immer noch eine Hitzewelle. So, und jetzt haben wir natürlich die Sache, dass wir die Zornesfaust auf Pixie holen können, aber es ist trotzdem nicht optimal alles. Aber wir können jetzt eigentlich erstmal Psychokinese einsetzen, Epitaph, und mit Pixie auf Spotlight gehen, weil ich glaube, eine Hitzewelle leben wir. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf die Psychokinese in den Slot und setzen Spotlight ein. Oh, der Gegner wechselt jetzt hier interessanterweise nochmal raus. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, das ist fein dann, oder? Ja, wobei Epitaph natürlich in der Bag noch gefährlich kommen kann. Da müssen wir mal schauen, ob wir das dann noch holen können, auch mit diesem Herascheiß. So, da kommt die Hitzewelle. Wir nehmen das mit Pixie. Die Citrobeere aktiviert sich auf Morbites. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber auf jeden Fall alles gerade noch nicht super easy, denn wir haben jetzt den Abgesang schon gut runtergestallt. Boah, was ist das direkt für ein erster Kampf? Eigentlich, wie gesagt, geht es um eine komplett andere Strategie, aber manchmal muss man versuchen, damit zu gewinnen. Und wir haben direkt einen sehr spannenden Kampf. Ich hoffe, es ist interessant, weil es ist strategisch schon sehr spannend. Aber es ist natürlich nicht das normale Pokémon-Match, was man sonst so spielt. So, ich denke, hier werfen wir jetzt Fuego einmal ab und gehen mit Pixie auf Schutzschild. Damit bekommen wir auf jeden Fall jetzt gleich Ramot weg. So, dann kommt aber gleich dieses nervige, wie heißt der? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Epitaph, genau, rein. Aber wir haben dann hier immer noch Pixie. Und mit Pixie können wir dann ja auch die Attacke wieder auf was anderes schieben. Und dann haben wir quasi ein Endgame gegen Herascheai. Und das weiß ich nicht, ob wir das gewinnen können. Aber eigentlich glaube ich schon, weil ich glaube, Herascheai hat jetzt hier offensiv nicht die besten Optionen. Also es ist gerade super crazy, was hier passiert. Es kommt ein Gerner. Okay, jetzt das ganze Mal Gerner-Set. Ramot wird jetzt diese Runde besiegt. Und dann sollten wir, glaube ich, in der Lage sein, das Ganze zu gewinnen. Boah, das ist so hart. Ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, noch die andere Lapras-Strategie euch heute zeigen. Aber wenn ich überhaupt einen Win heute damit hole, bin ich schon mehr als glücklich. Ich bin ehrlich. Weil das ist wirklich nicht einfach zu spielen. Ihr könnt es gerne natürlich nachbauen. Ich werde euch das Open Team Sheet in die Beschreibung packen, denn ich habe mir das mal wieder von seinem Patreon gesnackt, dadurch, dass ich noch den Patreon abonniert hatte vom letzten Mal. Und deswegen dachte ich mir, komm, wieso zeige ich euch das Team hier nicht auch? Weil es ist mal, wie gesagt, was komplett anderes. So, Spotlight zieht auf jeden Fall jetzt die Attacke von dem auf Pixie. Wir bekommen mit der Psychokinese Epitaph weg. Und dann ist es ein 2v1. Er kann vor allem so ein bisschen stallen, natürlich auch mit Gerner. Das ist natürlich auch eine Option, aber ich bekomme halt auf jeden Fall meinen Abgesang raus. Die Frage ist nur, habe ich überhaupt das langsamste Pokémon auf dem Feld? Das ist ein bisschen das Ding. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob ich das langsamste Pokémon habe. Okay, er geht nicht mal auf Gerner, sondern einfach auf Vantagger. Das nehmen wir sehr, sehr gut, weil da ja auch auf minus 1 Angriff ist. Und jetzt bekommen wir Lapras rein. Ist Eiseskälte hier der Play? Einfach Eiseskälte spammen oder auf Abgesang gehen? Selbst wenn Herascheai ein neutrales Wesen hat, also einfach nur die Initiative, ja, plus minus 0 hat, ist der schneller als mein Lapras. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf Eiseskälte. Weil ich habe 58 Initiative auf meinem Lapras und er hat 55, wenn er eben, ja, kein Investment hat
und nicht mal ein Minus-Init-Wesen, was ja auch sein könnte, dass man den irgendwie auf Bizarum auslegt. Und dementsprechend, oh nein, wir haben so ein Match. Wir gehen jetzt auf Geofissur und auf Eiseskälte. Und ich treffe direkt die Eiseskälte. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ein witziges Team. Wir gehen ins nächste Match. Mal schauen, ob ich da die Strategie hinbekomme. Unser nächster Gegner hat einfach Adebom und Arctilas. Ich dachte, wir spielen heute das Crazy Team. Und wisst ihr was? Wir versuchen es hier mit der Strategie. Wir starten mit Fuego und Bronzong, nehmen dann noch Golgantis mit und natürlich Lapras. Klappt das? Mal schauen, denn wenn es mich nicht ganz täuscht, funktioniert Eiseskälte nicht gegen Arctilas. Ich bin jetzt nicht so im Oko-Move-Game drin, also ne, in Attacken, die ja ein One-Hit-KO erzielen, das heißt, ja, in einem Schlag quasi. Aber ich glaube, so funktioniert das und das ist tatsächlich ein bisschen crazy. So, wir haben direkt eine interessante Situation. Grandiras will sich safe setupen oder nicht? Das können wir aber jetzt hier erstmal diese Runde mit Mogelhieb in der Theorie verhindern, deswegen gehen wir dafür. Und wir setzen einmal Bizarro-Raum ein. So, mein Gegner will natürlich danach wahrscheinlich mit Strolch Zugabefaxen machen, aber da können wir auch direkt was gegen machen. Ja, Mondgewalt ist mir komplett egal. Damit bin ich fein, denn ich habe hier eh die Offensivweste. So, ich habe den Bizarro-Raum draußen. Das ist natürlich auch schon mal wichtig. Warte, Grandiras, ist er zurückgeschreckt? Ja, ich habe irgendwie nicht richtig gesehen, dass er zurückgeschreckt ist. So, jetzt können wir rausswitchen mit unserem Fuego. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das Grandiras vielleicht gar kein Initiativinvestment hat und unser Fuego ist sehr schnell. Deswegen wechseln wir hier tatsächlich hart raus in Golgantis, gehen hier auf Terra Unlicht, um die Zugabe abzuwehren und setzen Fähigkeitstausch in den Fuego-Slot ein. Mein Gedanke ist nämlich jetzt hier, dass ich mit Golgantis hoffentlich alles leben sollte und ich dann die Fähigkeit von Golgantis klauen kann. Das ist natürlich die Fähigkeit Schildlos. Die sorgt dafür, dass man eben immer mit seinen Attacken trifft. Und jetzt habt ihr ja schon vielleicht 1 und 1 zusammengezählt, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und da können wir natürlich ein paar Faxen machen. Wir haben zum einen die Hypnose jetzt auf unserem Bronzong, was auf jeden Fall helfen wird. Und wir haben natürlich eine Attacke, die jedes Pokémon immer besiegen kann. Außer vielleicht ein Elfhuhn jetzt hier mit dem Fokuskurz. So, da kommt die Mondgewalt, das macht nicht so viel Schaden. Und die Aurasphäre, let's go in das Geist-Pokémon. Das ist natürlich super für mich. So, und jetzt können wir, glaube ich, hier sogar auf Fluch einfach mal gehen. Und wir setzen Hypnose erstmal in das Grandiras ein. Denn so schläft er jetzt erstmal safe diese Runde. Und dann kann ich nächste Runde dann ein paar Faxen mit unserem Lapras machen, weil ich dann da die Fähigkeit drauf bekomme. Erstmal belegen wir hier das gegnerische Elfu mit einem Fluch, weil der könnte natürlich auch einen Fokusgurt haben oder so. Es kommt jetzt die Mondgewalt in den Bronzong-Slot. Das nehmen wir aber tatsächlich relativ gut. Und Grandiras schläft jetzt erstmal diese Runde. Und da ist der Fluch jetzt auf Elfu. Der bekommt jetzt schon mal safe einen Schaden. Das ist nice. So, und jetzt wechseln wir Lapras ein und gehen auf Fähigkeitstausch ebenfalls in Lapras. Jetzt hoffen wir natürlich auch ein bisschen auf die Schlafrunden, weil Grandiras kann natürlich mit Aurasphäre sonst meinen Bronzong besiegen. Also ich bekomme immer zwar den Fähigkeitstausch raus, aber trotzdem wäre das hier ganz gut. Es kommt sogar der Elfhund-Switch, das hilft uns auf jeden Fall auch. Nehmen wir schon mal mit. Und es kommt wohl Nona rein. Okay, das ist schon mal kein Arctilas, das ist gut für uns. So, Grandiras, bitte wach jetzt hier nicht auf, weil dann bekommen wir jetzt hier immer einen sehr starken Angriff raus. Wobei nicht immer, er kann natürlich auch nächste Runde aufwachen mit Schutzschild, das wäre jetzt auch eine Option vom Gegner. Aber um dem ein wenig entgegenzukommen, wir gehen auf Eiseskälte jetzt hier rein, hoffen auf die Schlafrunden und gehen auf Fuego. Denn Fuego kann danach einfach Mogelhieb einsetzen und damit nochmal Faxen machen. Und jetzt haben wir quasi das, was wir haben wollten. Wir haben Schildlos auf unserem Lapras und treffen jetzt immer mit der Eiseskälte. Das heißt, wir haben immer einen One-Hit-KO-Move. Und wenn das klappt, ist es crazy. Es kommt kein Schutzschild. Grandiras versucht gar nicht erst aufzuwachen. Bizarro ist jetzt leider auch in der nächsten Runde vorbei, was ein bisschen schade ist, weil Lapras ist ja auch sehr langsam unterwegs. Aber solange wir Lapras ein bisschen schützen können, können wir mit Lapras hier sehr viel machen. Denn die Hitzewelle macht uns nichts. Lapras ist speziell defensiv sehr gut aufgestellt und das hilft uns gerade extrem. Da kommt jetzt das gegnerische Elfhuhn rein. Das Gute ist, wir treffen den auch einfach mit Flammenblitz sehr effektiv. Und wir gehen einfach weiterhin auf Eiseskälte, jetzt hier gegen das Vulnona. Und wir setzen Flammenblitz in den Slot ein. Wir könnten hier wahrscheinlich auch auf Mogelhieb gehen, aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist, weil wir können ja einfach auch für einen Double-KO gehen. Es kommt einfach die Mondgewalt in Fuego. Okay, dem Gegner ist einfach dieses Lapras komplett egal. Das Pokémon, was hier die One-Hit-KOs einfach bekommt,
ist dem Gegner anscheinend komplett egal. Vielleicht hat er einen Fokusgurt auf Vulnona, das wäre jetzt ein bisschen schade. Ich hoffe einfach mal nicht. Ja, vielleicht hat er auch, wie gesagt, das Arctilas in der Bag, ne? Das könnte sein. Aber Arctilas wäre fein für mich, weil ich könnte dann einfach mit Abgesang jetzt hier gewinnen, weil ich ja noch 3 Pokémon habe und so ein bisschen herumwechseln kann. Und zu guter Letzt kommt Gortrom rein. Okay, Gortrom ist jetzt hier natürlich spannend, denn wir besiegen das hier immer natürlich in einem Angriff, klar. Aber der wird natürlich auch mein Lapras besiegen. Aber andererseits, wir haben doch Flammenblitz. Wieso nicht einfach Eiseskälte und Flammenblitz beides einsetzen? Er kann eh nicht beide besiegen. Da kommt die Grasrutsche in Lapras. Ich glaube, die nehmen wir sogar. Jo, Lapras ist einfach viel zu krass. Flammenblitz kommt jetzt aber leider vor der Eiseskälte. Das heißt, Lapras bekommt nicht die 3 Eiseskälte-KOs. Aber wir haben 2 damit bekommen. Und das ist so crazy, dass es funktioniert hat. Und es sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert irgendwie. Das ist... Was ist das hier heute? Und zu guter Letzt spielen wir gegen unser Dortmund-Team mal wieder. Das ist natürlich direkt eine interessante Situation. Denn ich muss sagen, das Matchup ist für das Team hier richtig schwer. Was wir hiergegen aber versuchen können, ist mit Fuegro und Bronzong zu leaden und dann Lapras und Mobitest in the bag zu bringen. Das ist, wie gesagt, einfach ein hartes Matchup, weil Magma das Team einfach komplett zerstört. Ne? Also Hypnose bringt nichts. Wir können nicht mit Fähigkeitstausch so gut arbeiten, weil er Spotlight hat und alles drum und dran. Ja, das ist ein bisschen hart. Deswegen mal schauen, ob wir hier noch einen Win holen können. Wäre cool, ein cleanes Video zu haben. Aber ich glaube nicht, dass wir hier clean 3-0 mit dem Team heute gehen werden. Aber mal schauen. Wir gehen hier auf jeden Fall erstmal auf Mogleep in Sneeboss und werden versuchen, den Bizarraum einzusetzen. Mein Gefühl ist hier nämlich, dass der Gegner gar nicht auf Mogelhieb gehen wird, sondern auf Nahkampf plus Terra Drache Drachenpfeile. Und wenn das jetzt hier funktioniert, wäre das krass. Es kann natürlich sein, dass er trotzdem auf Mogelhieb geht und Terra Drache Drachenpfeile einsetzt, aber ich habe die Hoffnung, okay, leider geht er auf Mogelhieb. Dann macht es eh keinen Unterschied, was ich mit Fuego hier gemacht hätte. Der bekommt die Drachenpfeile raus, aber das ist okay. Drachenpfeile wird natürlich guten Schaden gegen Fuego machen, aber Bronzong nimmt das ganz gut. Das nehmen wir schon mal so weit mit. Ja, das ist sehr viel Schaden, auf jeden Fall. Aber damit müssen wir erstmal leben. Jetzt haben wir den Bizarraum draußen. Das ist schon mal etwas für uns. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach ein bisschen auf die Hypnose hoffen. Wir gehen auf die Kehrtwende in Sneeboss, um den Fokusgurt anzuchippen. Und gehen auf Hypnose in Katapultra. Wenn wir die Hypnose treffen, dann sind wir in einer richtig guten Position. Weil mein Gedanke war jetzt nämlich, der wird wahrscheinlich auf Nahkampf gehen in den Fuego-Slot. Ja, wobei nicht unbedingt, weil Drachenpfeile wahrscheinlich auch so KO'd. Aber vielleicht zusätzlich, eben wegen der Hypnose auch. Und da könnten wir jetzt hier einen Morbitest reinswitchen, haben dann die Psychokinese und alles drum und dran. Aber jetzt wird's hart. Jetzt muss ich wahrscheinlich auf eine Attacke gehen, die immer natürlich trifft und immer den KO bekommt. Er geht sogar echt auf Nahkampf in den Slot. Ach Mann. Also wenn wir jetzt Hypnose, wie gesagt, rausbekommen hätten, dann wären wir jetzt in der Position, wo wir eine Chance hätten. Ich meine, Hypnose hat 55%. Ich beschwere mich jetzt nicht. Aber es ist eh schon hart, das Matchup. Und deswegen wäre es schön gewesen, zumindest diese kleine Chance zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht können wir das immer noch holen. Aber mit der Vergiftung zusätzlich und diesem Schaden von Drachenpfeile ist es hart. Denn unser Schaden, den wir generell so haben, der ist jetzt nicht so hoch. Wir haben jetzt Morbitest, was natürlich mit Psychokinese Sneeboss besiegen kann. Aber der wird wahrscheinlich eh auf Schutzschild gehen. Aus diesem Grund gehen wir tatsächlich sogar einen Double Attack hier in Katapultra, weil ich wusste, dass der Gegner hier auf Schutzschild gehen wird. Okay, zumindest hier die Plays funktionieren. Hypnose trifft leider wieder nicht. Wenn wir Hypnose jetzt getroffen hätten, dann wären wir, glaube ich, auch immer noch ein bisschen im Game. Wir müssten wahrscheinlich darauf hoffen, dass eine gewisse Attacke trifft, die natürlich immer trifft, ne? Einfach sich einbilden, dass sie immer trifft und dann trifft sie auch immer. Aber so wird's hart. So wird's sehr, sehr hart. Weil, ja, wir hätten jetzt nächste Runde auf jeden Fall den Sneeboss-KO bekommen. Außer natürlich der Gegner wechselt. Kann natürlich durchaus sein. Aber dann forcieren wir den Gegner halt zum Wechsel. Naja, gut. Jetzt gehen wir halt auf Eiseskälte und schauen, was passiert. Mehr können wir jetzt hier ab diesem Punkt, glaube ich, auch nicht mehr machen. Also auf geht's, ab geht's. Wir gehen auf Eiseskälte. Und wir gehen jetzt nochmal auf die Hypnose in Sneeboss. Und irgendwann werden wir doch bestimmt schon treffen, ne? Also, wir haben 2-mal eine Attacke eingesetzt, die eine 55%ige Genauigkeit hat. Jetzt setzen wir eine Attacke ein, die auch eine 100%ige Genauigkeit hat. Hypnose jetzt auch, ne? 100%, easy, easy. Und jetzt bitte komm, Lapras. Lapras, zeig, was du kannst, Alter. Wenn du jetzt gerade Imperium besiegst, du bist so krass. Komm, 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 Lapras, komm. Gönn, 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 gönn. Okay, wir sind im Game. Wir sind im Game, meine Freunde. Was ist das hier heute für ein Video? Ihr wisst, stimmlich bin ich gerade nicht bei 100%. Aber ich raste gerade innerlich wieder ein bisschen aus. Aber ja, was, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Mal schauen. Wir sind
eh immer noch nicht in der Winning Position, denn wir müssen noch mindestens eine Eiseskälte, glaube ich, treffen, um hier eine Chance zu haben. Aber mal gucken. Da kommt jetzt Gortrom rein. Und Gortrom macht das auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, weil er natürlich Mogelhieb hat. Der hat die Pflanzenattacken, alles drum und dran. Aber wir könnten in der Theorie einmal ein Fuego rauswechseln. Wir könnten aber auch einfach sagen, ist mir doch egal. Wir gehen auf Terra, Geist, Eiseskälte. Auf geht's, ab geht's. Und wisst ihr was? Wir machen das. Wir gehen hier trotzdem zusätzlich auf die Hypnose, falls Eiseskälte daneben gehen sollte. Wird natürlich niemals passieren. Wieso sollte ein Eiseskälte daneben gehen? Wir haben ja schon gesehen, das hat ja eine 100%ige Genauigkeit gehabt. Also wird es hier natürlich auch eine 100%ige Genauigkeit haben und keine 30%ige Genauigkeit. 30% ist auch gar nicht so wenig, ne? 3 von 10 Fällen. Wieso nicht einfach jetzt diese 3 Fälle bekommen? Hintereinander. Komm, erstmal treffen wir Hypnose, sicherheitshalber. Aber brauchen wir eh nicht, weil dieses Gortrom diese Runde durch Eiseskälte besiegt wird, oder? Es ist eine Eisattacke, die ist sehr effektiv. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, mein Spiel ist verbuggt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, nachdem Hypnose gar nicht gegönnt hat, gönnt Eiseskälte richtig, aber trotzdem sind wir immer noch nicht in der Winning Position. Denn jetzt kommt Katapultra rein und Katapultra ist ein kleines Problem. Aber schauen wir erstmal, was jetzt hier passiert. Der könnte hier auf Wutanfall gehen. Wir könnten sogar jetzt hier mit Abgesang in der Theorie arbeiten. Aber schaffen wir das, mit Abgesang das Ganze zu gewinnen? 3 Runden zu stallen? Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, das ist tatsächlich mein besserer Play. Ich gehe hier auf Abgesang und wechsle Fuego wieder rein. Denn ich könnte jetzt hier ein paar Faxen halt machen. Auch noch mit Fuego, je nachdem, wie er eben targetet und alles drum und dran, was er jetzt hier macht. Vielleicht kommt nämlich hier auch die Phantomkraft oder so. Deswegen, wir schauen jetzt erstmal, was mein Gegner jetzt hier machen wird. Ich weiß nicht, ob Eiseskälte Spam hier nämlich der richtige Play ist. Es kommt Wutanfall. Terra Drache Wutanfall geht in den Fuego-Slot. Okay. Ich glaube, wir sind dadurch in der Position, wo wir das Ganze gewinnen können, wenn wir unser Schutzschild richtig setzen. Sneboss wacht jetzt erstmal auf, geht auf Nahkampf, perfekt. Das trifft mein Labras natürlich nicht, der wollte wahrscheinlich auf Bronzong gehen. Und jetzt haben wir 3 Runden. Und diese 3 Runden müssen wir jetzt irgendwie gestallt bekommen. Aber das ist doch möglich, oder nicht? Das könnte man doch schaffen. Das Ding ist, wir könnten jetzt auf beiden einfach Schutzschild einsetzen und dann einfach die ganze Zeit Schutzschild spammen. Oder man hofft halt einfach, dass Wutanfall in den jeweils anderen Slot geht. Also wenn man quasi Schutzschild jetzt hier einsetzt und der Wutanfall in Lapras geht, dann wäre das halt krass. Ich glaube aber, dass der Double Protect einfach der richtige Play ist, weil das irgendwie zu hoffen ist nicht der Play. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten erhöhe ich, indem ich jetzt quasi einfach nur Schutzschild spamme und mehr nicht. Und wenn ich einmal zum Beispiel einen Double Protect bekomme oder so in der Situation, wo dann Wutanfall kommt, das wäre halt crazy. Es kommt Wutanfall jetzt zum Beispiel in den Lapras-Dot. Boah, hätte ich jetzt ja wirklich Schutzschild mit dem eingesetzt und Hypnose da zum Beispiel mit dem. Und hat ja auch noch die Verwirrung. Stimmt ja. Das heißt, die Chancen erhöhen sich nochmal weiter. Ich weiß, das ist alles unverdient, ich weiß, aber das ist eh ein hartes Matchup und man braucht sehr viel Glück in diesem Matchup und ich bin für mein Glück gegangen. Wobei ich sogar in den ersten 2 Runden ein bisschen Pech hatte. Also Pech in Anführungszeichen. 55% Chance nicht getroffen, ist jetzt kein Pech. Dafür habe ich 2-mal eine 30% Chance getroffen. Hey, aber ja, das ist halt so eine Art von Team, wo das auch mal passieren kann. Ja, wir gehen weiter auf Schutzschild. Einfach mit beiden Pokémon. Wir drücken jetzt hier nichts anderes. Ich glaube nämlich, dass das hier der korrekte Play ist, einfach nur Schutzschild zu spammen. Weil wir haben damit auf jeden Fall 2-mal die 1/3-Chance, plus die 1/3-Chance, dass er sich selber in der Verwirrung trifft. Das heißt, dass eine dieser 3 Sachen passiert, ist ja jetzt auch nicht unwahrscheinlich. Aber er kommt Wutanfall raus, okay? Bitte, ja, okay. Ich glaube, es ist okay, dass es in Lapras kommt. Ich hätte es aber eher jetzt hier in Bronzong genommen, denn ich weiß nicht, ob 2-mal Nahkampf uns jetzt hier besiegt. Wir schauen einfach mal, wie viel Schaden der macht, weil er ist jetzt auf -2. Oh, er geht auf Unheilsklauen. Der ist sogar auf Lapras gegangen. Crazy. Der setzt immer den falschen Angriff ein. So, warte mal. Eine Runde nur noch. Wir müssen einfach nur noch Schutzschild einsetzen. Und dann ist es gewonnen. Ja. Also, ich glaube, er hätte es nur gewinnen können, wenn er Wutanfall in Lapras bekommt und Nahkampf-Volltreffer in Bronzong. Ich glaube, das war seine einzige Chance, das zu gewinnen. Aber jetzt gehen wir auf Schutzschild. Er ist nicht mehr verwirrt. Okay. Wutanfall kommt nicht raus, weil ich natürlich Schutzschild eingesetzt habe. Und Abgesang sorgt jetzt dafür, dass beide gegnerischen Pokémon besiegt werden. Selbst wenn dieses Sneboss einen Fokusgurt hat, sollte der besiegt werden. Außer ich bin jetzt gerade irgendwie lost, habe irgendwas auf irgendwas nicht geachtet. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Win. Und es ist auf eine sehr eklige Art und Weise. Und ich werde dieses Team auch danach nie wieder anfassen. Aber ich habe es euch gezeigt für die Wissenschaft. Und für die Wissenschaft könnt ihr auch gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Oder ihr schaut hier bei diesem Video rein, denn das war nicht so eklig.